Ich begrüße Sie herzlich aus dem Kunsthistorischen Museum. Es ist mir eine Freude, Sie in einer Kooperation mit dem Bundesministerium für europäische und internationale Angelegenheiten und dem Kunsthistorischen Museum am Internationalen Museumstag zu einer Führung durch das Schloss Ambras einladen zu dürfen. Schloss Ambras Innsbruck liegt inmitten eines weitläufigen Parks am Rand der Tiroler Landeshauptstadt. Es zählt zu den schönsten Sehenswürdigkeiten Österreichs und ist als ältestes Museum der Welt prägend für das kulturelle Erbe Europas. Begründer war der Tiroler Landesfürst Erzherzog Ferdinand II., geboren 1529, gestorben 1595. Er ließ die mittelalterliche Burg Ambras als Geschenk für seine bürgerliche Frau Philippine Welser zum einzigartigen Renaissance-Schloss ausbauen. Der Tiroler Landesfürst Erzherzog Ferdinand II. War der Sohn des Habsburger Kaisers Ferdinand I. Zunächst war er fast 20 Jahre lang mit der Funktion des Statthalters im Königreich Böhmen betraut und residierte ab 1547 in Prag. In Innsbruck lenkte er dann rund 30 Jahre die Geschicke der Grafschaft Tirol und der österreichischen Vorlande. Ferdinand II. Entwickelte an den Orten seines politischen Wirkens eine ausgeprägte höfische Repräsentationskultur und trug als humanistisch gebildeter Fürst wesentlich zur Verbreitung der Renaissance in Mitteleuropa bei. Eine seiner großen Leidenschaften war es, international aufsehenerregende höfische Feste mit großen Turnieren und spektakulären Festaufzügen auszurichten. Ferdinand war eine der bedeutendsten Sammlerpersönlichkeiten der Habsburger Dynastie. Eigens ließ er für seine berühmten Sammlungen ab 1570 das sogenannte Unterschloss errichten, eine als unregelmäßiges Fünfeck konzipierte selbstständige Anlage. Es war damals einer der frühesten Bauten überhaupt, der explizit für den Verwendungszweck als Museum gedacht war. Bereits zu Ferdinands Lebzeiten wurde dafür der Begriff Museum verwendet. Heute ist es der einzige noch erhaltene Museumsbau der Renaissance, in dem die Sammlungen noch immer ausgestellt sind. Schloss Ambras ist in dieser Hinsicht das älteste Museum der Welt. Ein großer Teil der ursprünglichen Kostbarkeiten ist immer noch in drei Rüstkammern und der Kunst- und Wunderkammer zu bestaunen. Ferdinands Museumsidee war gänzlich neu. Er wollte von berühmten Persönlichkeiten seiner Zeit Rüstungen sammeln, die diese tatsächlich getragen hatten. Diese Harnische präsentierte er zum ewigen Gedächtnis der Feldherren in der sogenannten Heldenrüstkammer. Damit verbunden entstand das sogenannte Armamentarium Heroicum. Dieses Prachtbuch zeigt auf der einen Seite eine Darstellung des jeweiligen Helden und führt auf der anderen dessen Biografie an. Dem Erzherzog gelang es, tatsächlich rund 100 originale Harnische zu bekommen. Ferdinand reihte sich selbst unter die Helden ein, und zwar mit einem Reiterharnisch, den er im Jahr 1566 im Feldzug nach Ungarn zur Verteidigung des Christentums gegen das Osmanische Reich getragen hatte. 8 der hohen Kästen aus Zirbenholz haben sich original aus dem 16. Jahrhundert erhalten. Heute noch liegen die ursprünglichen Rüstungen ein Zeugnis von Ferdinands bahnbrechender Museumsidee ab. Die Ambraser Kunst- und Wunderkammer ist als einzige am ursprünglichen Ort erhaltene Kunstkammer der Renaissance ein unvergleichliches Kulturdenkmal. Sie bestand aus einem Raum, in dessen Mitte 20 raumhohe Kästen platziert waren. Aus Ferdinands Nachlassinventar von 1596 geht hervor, dass sich darin eine schier überquellende Fülle von weit mehr als 3300 Gegenständen befand. Objekte aus Kristall, Silber und Gold, Bronze, Glas, Holzdrechselarbeiten, Harnische und Waffen, Gemälde, neueste wissenschaftliche Instrumente sowie Musikinstrumente, Spielautomaten,
rare, exotische und außergewöhnliche Gegenstände aus Naturmaterialien, Luxusartikel aus den neu entdeckten Ländern aus Übersee und vieles mehr, wie auch Porträts von Menschen oder Tieren, die als Wunder der Natur galten. Der spanische Saal unterhalb des Hochschlosses zählt zu den prächtigsten Saalbauten der Renaissance. Der lichtdurchflutete Repräsentationssaal imponiert durch seine grazile Leichtigkeit von architektonisch vollkommener Ausgeglichenheit. Die malerische Gestaltung des 43 Meter langen Saales ist mit allegorischen Figuren und mythologischen Szenen geschmückt. Der Saal wird von 27 ganzfigurigen Porträts sämtlicher Tiroler Landesfürsten bis zu Erzherzog Ferdinand II. Bestimmt. Im Sommer erklingt im spanischen Saal Musik, etwa im Rahmen der Ambrasser Schlosskonzerte und der Innsbrucker Festwochen der alten Musik. Architektonisches Herzstück des Hochschlosses ist der mit Grisaille-Malereien geschmückte Innenhof. Durch die Verwendung unterschiedlicher Grautöne wird der Eindruck eines Reliefs erzeugt. Er zählt zu den am größten und am besten erhaltenen Beispielen der Freskenmalerei aus dem 16. Jahrhundert. Die Abbildungen zeigen allegorische Szenen aus der römischen Geschichte und antiken Mythologie. Besonders markante Szenen findet man an der Westwand zwischen dem zweiten und dritten Geschoss. Sie zeigen den musizierenden Orpheus, der durch seine betörende Musik die wilden Tiere zähmt. Die Sammlung gotischer Skulpturen präsentiert Kunstschätze, die Erzherzog Ferdinand II. Von seinem Urgroßvater Kaiser Maximilian I. geerbt hatte. Berühmt ist insbesondere der St. Georgsaltar, der den Ritterheiligen Georg im Drachenkampf zeigt. St. Georg ist der Schutzherr der Habsburger Familie und steht insbesondere für deren ritterliche Verpflichtung zu Tapferkeit, Dienst und Treue bei der Verteidigung des christlichen Abendlandes. Beim Bad der Philippine Welser handelt es sich um die einzige noch vollständig erhaltene Badeanlage des 16. Jahrhunderts. Das Schwitzbad, der freskengeschmückte Umkleideraum sowie das Wannenbad gewähren Einblicke in die Wellnesskultur der Renaissance. Die riesige, etwa 1,60 Meter tief in den Boden eingelassene Wanne ist mit verzinntem Kupferblech ausgekleidet, worin das Wasser mit heißen Steinen erwärmt wurde. Es war kein Schwimmbecken, sondern gebadet wurde sitzend auf Schemeln oder Bänken. Die Glassammlung Strasser ist eine der bedeutendsten Glassammlungen weltweit. Sie zeigt kostbare Gläser aus den wichtigsten europäischen Glaserzeugungsgebieten wie Venedig, Hall in Tirol, Innsbruck, Böhmen und Schlesien. Die transparenten, farbigen sowie aufwendig dekorierten Pokale, Kelche, Stangengläser und Humpen bieten einen faszinierenden Einblick in die Geschichte der Glaskunst von der Renaissance bis zum Barock. Auf drei Stockwerken des Hochschlosses befindet sich die berühmte Habsburger Porträtgalerie. Über 200 Bildnisse erzählen Geschichte und Geschichten von Mitgliedern der großen europäischen Dynastien. Die Gemälde aus dem 15. bis 18. Jahrhundert stammen von Meistern wie Hans Burgmeier, Lukas Cranach dem Jüngeren, Giuseppe Arcimboldo, Peter Paul Rubens, Diego Velázquez und anderen.